Green Hotel Service, bin ich mit dem Herrn Bagdadi verbunden? Ja, wer ist da? The Daydream Hotel Service und ich rufe an, dass Sie sich für Hotelurlaub in Deutschland zum Sparpreis, also günstiger, interessieren. Günstig? Wir wollten uns, genau, günstig Urlaub machen in Deutschland. Immer sehr gut, sehr gut. Genau. Und wo machen Sie denn da gerne Urlaub? Welche Region gefällt Ihnen denn, Herr Bagdadi? Das ist mir egal, wir nur bei FKK-Strand machen. Ach so, ja. Da muss ich mal schauen, ob ich das hier so klassifizieren kann. Sie wissen ja wahrscheinlich mehr, wo es FKK-Strände gibt, ja, oder? Bei Meer. Das bei Wald ist das immer schwierig. Ja, na das ist klar. Also Hauptsache ans Wasser sozusagen. Ja, richtig. Das kann so, man dann, okay, da, dass man da eine Ausziehung machen kann. Ja, und fahren Sie da alleine oder nehmen Sie jemanden mit? Ja, das kommt immer ganz drauf an, wer gerade Lust und Zeit und das, das, da kann ich zwei, drei Kumpel mitnehmen und wir dann Party machen. Ja, ah, alles klar. Denn dann kann ich das hier unterstützen. Oh, sehr gut. Denn Herr Bagdadi, ich habe hier 6 Übernachtungen für 2 Erwachsene in einem Hotel Ihrer Wahl für einmalig nur 84 Euro. Das erkläre ich Ihnen kurz. Die Gutscheine gelten für Deutschland und Europa. Okay. Also wenn Sie Party machen wollen, fahren Sie nach Spanien runter oder Italien, wie auch immer, oder nach Frankreich an die Küste. Sie haben rund 2000 Hotels insgesamt dafür zur Verfügung. 2000? Die 2000 Hotels haben Sie zur Verfügung. Okay. Sie zahlen keine Übernachtungskosten mehr. Sie sind komplett mit den 84 Euro für Sie und eine weitere Person dann schon bezahlt. Ja. Sie übernehmen Frühstück und Abendessen, bekommen das noch günstiger, sparen damit 40-60% gegenüber einer normalen Buchung ein. Gott. Und Sie haben 3 Jahre Zeit, die Gutscheine einzulösen. Wie kann das möglich sein? Kann ich Ihnen sagen, Sie haben ja am letzten Tag an dem Gewinnspiel teilgenommen und angegeben, dass Sie sich für günstigen Urlaub interessieren. Wir Daydreams, uns gibt es schon seit über 20 Jahren, wir sind der Club der Kurzurlauber. Okay. Wir haben Urlaub zusammengestellt, günstig, so dass man auch mal andere Regionen mit entdecken kann, wo man vielleicht nie gewesen ist, weil es teuer war, alleine von der Übernachtung. Ja. Wir haben gesagt, wir übernehmen für die Übernachtung eine kleine Pauschale. Ja. Das sind in dem Fall 6 Übernachtungen für 2 Personen 84 Euro. Sie übernehmen Essen. Günstiger bekommen Sie das, egal wann Sie fahren. Ja. Und sparen ein. Warum auch nicht? Ja, aber warum wird das Hotel das so günstig hergeben? Wer sind Sie von Club? Das kann ich Ihnen gerne sagen. Also Daydreams hat sich vor über 20 Jahren zusammengetan, weil die Hotels festgestellt haben, dass sie selbst, wenn Hochsaison sind, leerstehende Zimmer haben. Das ist ein Minusgeschäft für die Hotels. Daraufhin hat man Daydreams gekündigt, hat gesagt, okay, eine kleine Pauschale, alle Hotels, die bei uns im Club sind, bekommen von den 84 Euro eine kleine Pauschale. Ja. Der Rest ist für uns bei dem Hotel, wo sie buchen. Alles klar. Hat dann gesagt, um das Essen auch noch wahrzunehmen, machen wir das auch noch günstiger, egal wann der Gast anreist oder auch verreist. Also kann man dann essen, wann man möchte? Na, Sie haben Frühstück und Abendessen. Egal, wann ich das haben will? Ja, weil das ist ja dabei. Oh mein Gott, also kann man also einen Mitternachtssnack machen. Na, das müssen Sie dann mit dem Hotel abklären, ob das möglich ist. Ja, Achso, und wo ist, Sie sagt, das ist ein Club, wo ist das Clubhaus? Kann man da auch vorbeikommen? Nein, wir heißen Daydreams. Das ist der Club der Kurzurlauber. Club daher, weil wir über 2000 Partnerhotels haben. Oh, und deswegen, weil das ist Club, werden die das günstigere geben. Richtig. Und muss man dann bei das Club ein Mitgliedschaft machen? Nein, das ist einmalig, 84 Euro, das ist keine Mitgliedschaft. Das ist einmalig, wird das abgebucht, nachdem Sie die Gutscheine bekommen haben, nach einer Woche, erst die Gutscheine, dann wird abgebucht. Achso. Und dann ist das erledigt. Genau. Also dann bin ich dann bin ich kein Member, sondern Supporter bei Ihnen, weil kann man dann nicht mit. Genau. Und wenn man dann ein paar Mal hat bei Sie das Urlaub machen, dann kann man Eintretung machen. Also muss man so ein. Was kann man dann? Da? Kann man eintreten, wenn man lang genug ist Prospect gewesen. Nein, wir haben keine Clubmitgliedschaft. Das ist jedes Mal einmalig. Ja, ich kenne das. Wir können offen drüber reden. Ich kenne die Szene. Das ist in Ordnung. Ja, ja. Nein, das ist keine Szene. Überhaupt nicht, Herr Bagdadi. Wir haben Partnerhotels zusammengeschlossen, die einfach das anbieten, dass man das kostenlos übernachtet.
das Frühstück und Abendessen anbietet. Das ist keine Clubmitgliedschaft, da wird's auch nie eine geben. Und dann kann man das bei das Clubhaus von andere Brüder, kann man dann schlafen? Nein! Es gibt keine, Sie verstehen das mit dem Clubhaus falsch. Es gibt kein Clubhaus. Der Club heißt Daydream. Ja. Daydream hat 2000 Partnerhotels in Deutschland und Europa. Wir haben Best Western, wir haben Hilton Hotels. Ach so. Wir haben so Hilton Hotels. Ja, und Sie sind Sie das Secretary? Wir sind da aus Daydream vermittelt sozusagen diese Übernachtungen. Ja, das habe ich ja verstanden. Und Sie sind ja. Sie das Secretary von des Club? Ich telefoniere für Daydream für dieses einmalige Angebot hier. Also sind Sie das Secretary oder was ist Ihre Funktionen? Meine Funktion ist, Ihnen das Angebot einmalig anzubieten, die 6 Übernachtungen für 2 Personen für nur 84 Euro. Also, okay. Wir haben noch eine Serviceline, die Ihnen bei der Buchung der Hotels mithilft. Also sind es dann auch Prospects oder muss man das dann selber machen? Na, die Hotels, die entscheiden ja selber, wann sie verreisen. Ja, und dann muss man da das Anmeldung machen, sage, da will ich mit das Harley kommen und dann können wir da parken. Richtig. Sehr gut. Und dann kann man da bei des Brüder übernachten. Das ist sehr gut. Das sind keine Brüder, das sind Hotels. Das ist das nicht Hells Angel? Nein. Oh mein Gott. Aber ich wollte da doch mitmachen. Aber wer hat denn was von Hells Angel? Ja, das Clubhaus und bei des Brüder schlafen. Oh mein Gott. Moment, nein, Herr Bagdadi. Oh ich Gott. Habe gesagt, wir sind der Club, der Club. Urlaube. Ja, das ist doch, das ist Geheimsprachen. Weil man darf das nein, ja nicht das offen keine, sagen, dass man nein, da mitmacht. Es ist keine Geheimsprache. Gott. Schauen Sie auf daydreams.de. Ja, und kann ich dann auch so einen Lederkutten haben? Ein was? So ein Lederkutten. Was ist denn ein Lederkutten? Lederkutte. Das Jacke. Was ist denn eine Lederjacke? Nein, Hotels, so wie ein Landhotel, Dorint Hotel, 5 Sterne. Wir haben nichts mit dieser Szene zu tun. Ja, wir können offen sprechen. Ich kenne das doch. Ja, das ist doch in Ordnung. Ja. Kann ich das, alles kann, gut, wie lange muss? Ich habe nichts mit einer SM-Szene oder Hells Angels zu tun. Wir haben nur Hotels, wo Sie günstig Urlaub machen können. Ja, und wie lange muss man dann das Anwärterschaft machen? Es gibt keine Anwärterschaft. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Sie schon bei Telefon. Jetzt können Sie doch auch das mir sagen. Ja, ich sag Ihnen so, wie es ist. Haben Sie Ihr Internet vorhanden, Herr Bagdadi? Dann gebe ich Ihnen gerne mal unsere Internetseite. Internet? Ja. Ja? Haben Sie das Internet auf? Kann ich Ihnen die Seite sagen? Ja, aber das muss das erst, sollen wir, weil das meine Frau, das immer das Firefox nehmen, ich das Chrome nehmen und das Dr. Internet Exploring. Was muss man nehmen? Das ist egal. Hauptsache, Sie können eine Internetseite eingeben. Okay, ja. Und was soll ich jetzt machen? Ich gebe Ihnen, ich buchstabiere es Ihnen, alles klein geschrieben. www. W wie Dora, A wie Anton, Y. Also D-A-Y. Ja. D-R wie Richard, E wie Emil. A wie Emil. D-R-E. Und dann Y. Nein, also D-A-Y. Aber da war doch eben noch eine R gewesen. Ja, es geht ja weiter nach dem Y. Gott. Dann kommt noch mal ein D, ein R, ein E. Ja. Ein A, ein M, ein F. Ja. Punkt D-E. D-E. Und dann, das sind dann wir. Muss man Enter drücken. Genau. Richtig. Seite Ladefehler, Server nicht gefunden. Sagen Sie mir bitte, was Sie eingegeben haben. Das Server unter daydreams.de konnte nicht gefunden werden. Ich habe doch, vier. Muss aber. Das ist meine Schuld. Ich habe viermal W reinschreiben. Das ist www. Richtig. Ja. Das genau. Wird weiter. Das Computer genau. Immer mein Sohn machen. Ich habe keine Ahnung. Ja. Dann nehmen Sie ein W bitte weg und geben das bitte ein. Da. Drücken wieder Enter. Ein W ja, das ich, und Enter. Jetzt habe ich das offen. Ich kann das aber, da ist so eine Mitgliedskarte, das will ich ja haben. Nein, das ist ja eine Jahreskarte. Mit der können Sie 365 Tage im Jahr kostenlos verreisen. Die Möglichkeit gibt's auch. Wie gesagt, wir haben nichts mit Hells Angels, nicht mit irgendeiner Szene oder irgendwas zu tun. Aber warum? Das ist ganz wichtig.
Nee, das wir bieten kostenlosen Urlaub einfach nur an. Kostenlos? Ja, kostenlose Übernachtungen. Also kostet es jetzt so doch nichts mehr? Durchschnitt 82 Euro. Dann ist da aber nicht kostenlos. Wenn Sie das, Moment, Herr Bagdadi, lassen Sie mich bitte ausreden. Die 84 Euro, habe ich ja gesagt, ja, sind ja quasi die Übernachtungen bezahlt. Wenn wir das runterrechnen, ja, sind das für zwei Personen 6,99 Euro pro Tag pro Nacht. Das bekommen Sie in keinem schicken Landhotel oder in einem Fünf-Sterne-Hotel. Damit ist die Übernachtung quasi gratis. Die 84 Euro sind sozusagen für die Gutscheine. Und wer bezahlt dann das Gutscheinen? Sie. Und wovon wird das Hotel leben? Ich habe Ihnen ja schon erklärt, dass die Hotels sich vor über 20 Jahren mit Daydreams zusammengetan haben, weil, ja, die Hotels eben auch zu Hochsaisonen leerstehende Zimmer haben. Die Hotel, wo Sie dann buchen, bekommen von diesem Geld einen kleinen Anteil. So werden alle Fixkosten gedeckt, dadurch, dass wir auch Essen übernehmen. Und dadurch macht das Hotel gerade so, dass alle Fixkosten gedeckt sind. Das, ja, ist der Hintergrund. Und Sie können einfach günstig Urlaub machen. Ja, und muss man dann, wenn man da ist bei das Clubhaus, muss man dann da helfen? Nein. Okay. Sie sollen ja Urlaub machen. Ja, aber ich kenne das so, wenn man ist bei seinen Brüdern, dann immer da helfen. Was haben Sie denn die ganze Zeit mit den Brüdern, Herr Bagdadi? Hier geht's um keine Bruderschaft. Aber warum denn? Na, weil wir Daydreams sind. Sie haben doch jetzt die Internetseite. Ja, aber Sie sagen doch, das ist doch undercover. Sie haben doch das Club und Clubhaus. Da muss man das doch machen. Nein, ich habe nichts von einem Clubhaus gesagt. Oh Gott. Herr Bagdadi, gerne nochmal. Ich habe gesagt, wir sind der Club der Kurzurlauber. Ja. Das wie auch, genau, immer einen Kurzurlaub machen, wir auf Maschine draufsetzen, ja, und losfahren. Ja, aber wir nochmal, wir haben nichts mit Hells Angels oder irgendeiner Szene zu tun. Ja, sind Sie denn von Bandido? Oder wie heißen den, nein, anderen? Wir haben nichts damit zu tun. Wir machen einfach nur Urlaub. Haben Sie schon mal ein Dorinth-Hotel in Hilton oder irgendein Landhotel irgendwas davon gehört, dass sie in irgendeiner Clubmitgliedschaft an irgendwelchen Gangs drin sind und oder in irgendeiner Szene? Nee, ich glaube nicht, dass die würden das zugeben, nee, aber die müssen ja alle ihr Schutzgeld bezahlen. Wir haben damit nichts zu tun, Herr Bagdadi. Ich glaube, Sie verstehen nicht, was ich von Ihnen möchte und was ich Ihnen hier anbiete. Sie reden die ganze Zeit von irgendwelchen Gangs und damit haben wir gar nichts zu tun. Und kann man bei das Hotel dann nicht hinfahren? Wenn die das nicht aufnehmen, sie haben doch gesagt, das nichts damit zu tun. Na natürlich, weil wir ja Urlaub anbieten. Ja, also darf man damit nicht mit Motorrad hinkommen. Natürlich können Sie da. Was hat denn das Motorrad mit Hells Angels zu tun? Sehr viel. Es gibt ja natürlich, aber es gibt so viele Motorradfahrer, die sind in gar keinem Motorradclub drinnen. Ja, aber sind das dann wirklich Motorradfahrer? Ja, natürlich, die sitzen auf dem Zweirad, oder? Ja, aber das ist ja dann Pussywagon. Können gesagt, Sie das filmen? Ich frage Sie jetzt, Herr Bagdadi, möchten Sie das Angebot haben oder nicht? Ich sage Ihnen nochmal ganz klar, wir haben nichts mit Hells Angels, Bandidos oder irgendeiner Szene zu tun. Nee, dann will ich das nicht haben. Dann sind wir doch jetzt beim Punkt. Dann lasse ich hier und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, auf Wiederhörung. Oh mein Gott. Clubhaus, Mariah.